Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors Free. Und ja, ich habe schon mal hier auf Screen Namen ein bisschen verstärken müssen und hier auf Level 15 Berrywack Stimme gebracht. Und dann würde ich sagen, setzen wir doch mal Segel. Einfach mit Nami, weil mit ihr haben wir noch nicht gekämpft. So, die können wir ja erst nehmen. Zumindest im Story Mode, im Legenden Mode. Im Freien ging das natürlich schon früher. Ach Gottchen, ja, stimmt ja. Da war ja was. Okay, Tranzenfrucht. Na dann. Chopper gleich voll dabei, super. Das klingt irgendwie nicht so gut. Da hat sie recht. Und da hat er wiederum recht. でも、あれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、バズがいい。ナビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、 この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし。とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。Cool Idee. Ihr mit dem D im Namen. Was ist es, wofür ihr kämpft? ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、 バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止め、クロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。Ach, hier mir schwand übles. Tum 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 tum, da werden sie wieder drauf geklatscht. Und da ist ja auch Bon Curry. Und den linken, den kennen wir noch nicht, aber ich glaube, doch, das müsste Mr. One gewesen sein.
Ja. Besiege Crocodile. Das gesamte verbündete Territorium wurde eingenommen und wenn das passiert, dann haben wir verkackt. Barockfirma, okay. Wir skitten mit dem Schatzereignis, wir müssen irgendwen besiegen. Nein, nicht zurück zur Episodenauswahl, das war einmal zu viel. Kampfbeginn, so, müsste eigentlich auch gleich geladen sein. Sehr schön. Kampf mit Sanji, okay. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie sich Nami jetzt so spielen wird. Ich hole mir mal schnell hier die Base. So. Jetzt müssten eigentlich gleich meine Leute hier auftauchen. Hilf den Verbündeten und besiegt Tashigi. Okay. Ja, dann besiegt man mal Tashigi. Wieso kämpft Chopper gegen sie? Ach so! Nee, war das Chopper? Doch, das war Chopper. Tashigi hat ja eine Brille auf. Ja, und im Anime hat Chopper die versehentlich zerdeppert. Das war doch Chopper. Und ja. Stimmt, der hatte die zuerst. Nee, das war. War das Chopper? Auf jeden Fall hatte er sie auf versehentlich kurz auf. Und ist dann ganz schwummrig geworden dadurch. Aber ich glaube, es war auch Chopper, der sie kaputt gemacht hat. Und dann tatsächlich. Für die Marine geschuftet hatte. Ein bisschen. Und die wussten ja noch nicht, dass der jetzt auch zu den Strohhüten gehört. Weil der ja noch neu war. Ich glaube, so müsste das gewesen sein. Ist aber auch schon ewig her, dass ich das geguckt habe. Huch! Habt ihr gesehen, wer da erschienen ist? Cool. Da ist jemand zurückgezogen, okay. Ace kämpft gegen Smoker. Oh, Smoker sollen wir auch besiegen. Okay. Das sind zwei in unserer Base, das gefällt mir gar nicht. Sogar mehr. Ja, sag mal, da ist ein bisschen die Kacke am Dampfen. Was? Nicht, wenn ich es verhindern kann, Choppy. Ach, die ist noch gar nicht besiegt. Ach so, der sagt es doch gleich. So. So. Na, Tashigi, reicht dir das? Ja, und ich krieg Bier. Cool. So. Den hier nehmen wir schnell. Tashigi zieht sich zurück, sehr schön. Unsere Base geht's auch wieder gut. Das sieht doch alles wunderbar aus. Wunderbärchen. Oh, Mr. Free. Hallöchen. Ach ja. Besiege Mr. Free. Ja, nee.
So. Ich habe ganz andere Pläne. Da hinten ist nämlich erstmal Smokerly. Da ist auch was mit Schatzereignis und so. Na, nimm das, Smoker! Haben wir überhaupt schon mal gegen Smoker? Doch, ja, das war der Ätzende, klar! Nein, jetzt macht das schon wieder! Aufmerksamen Zuschauern dürfte auch bei der Charakterauswahl aufgefallen, dass bei Ruffy Paramecia war es, glaube ich, dran steht. Eine andere Art von Teufelsfrüchten. Ace und Smoker haben ja beide diese andere Art. Ich kann mir die Namen nie merken. Diese. Genau, wo sich der Körper verwandeln kann. Ach, Mann! Und, ja, Ruffy hat eben was, wo der Körper quasi, er kann ihn nicht gezielt verwandeln, sondern er ist quasi dauerhaft verwandelt, indem er eben ein Gummimensch ist. Naja, ich glaube, Buggys Teufelsfrucht gehört da auch zu der Art Paramecia. Bin mir jetzt aber nicht sicher, wie genau die jetzt unterteilt werden. Und die dritte Art weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Könnte was mit Alvidas Teufelsfrucht zu tun haben, die man laut Anime eigentlich schon wüsste, was es für eine Art ist, aber nicht vom Spiel her. Die hat irgendeine ganz seltsame Frucht, ich kann die auch gar nicht so gescheit erklären, ehrlich gesagt. Naja, wird sich bestimmt alles noch irgendwann zeigen. Ja, natürlich habe ich Nerven. Anders als du, du bist nervig. Es lebe der feine Unterschied. Jawoll. So. Genug gespielt, Mr. Free. Hier komme ich. Hä? Das haben die... Ace ist raus. Was? Ach komm schon, Ace. Ace ist auch herrlich. Pennt er zumindest im Anime einfach mal beim Essen ein. Schatzereignis, bam! Ruby、お兄さんがいたなんて驚きだわ。変わらねえな、ルビー。やっと落ち着いて話ができる。 お前にこれを渡したかった。お、これはちょっと早い。なんだ、髪切れじゃんか。そうさ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。 ゆっくりしてえとこだが、俺も先を急いでる。俺は今重罪人を追ってる。最近黒ひげと名乗ってるらしいが。あ、apropos Blackbeard, das was ich mal angesprochen hatte von wegen da ist die Flagge, ich meinte eigentlich Whitebeards. もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。最悪の罪。 奴は仲間殺しをして船から逃げ出した。 Nein! Das hat er nicht getan, oder? Wie kann der nur? 隊長の俺が始末をつけなきゃならねえってわけだ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。来いよ高み。 Luffy! Ja, wir sind doch schon im Reich der Legenden. Wir sind hier im Legendenmodus. Hast du irgendwas nicht mitbekommen, Ace? Sehr schön. Dann war das Schatzereignis wahrscheinlich, besiege den den Smoker. Mann, jetzt verwechsel ich gerade aber auch alle Namen irgendwie. Besiege den vor Ace war dann wahrscheinlich das Ereignis. Schatzereignis. Mr. Free ist auch so eine Nummer für sich hier. Der Mr. Candlelight Dinner. Oder wie man ihn auch immer nennen mag. Den Begriff habe ich mir jetzt übrigens ausgedacht.
Also, der kommt nicht aus dem Anime. Er ist nämlich ein Wachsmensch. Naja. So. Den kriegen wir schon irgendwie platt. Bam, Münzen. Das ging aber schnell. Holy shit. Der Weg nach Alabaster wurde geöffnet. Cool. Crocodile und Miss All Sunday sind auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Miss All Sunday. Ja, schon eine hübsche, ne? Die Miss All Sunday. Ich hab ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen, wie die hieß. Die Miss All Sunday. Ach du Schande, ist das lang her. Aber na gut, Chopper zieht sich zurück. Och, Choppy! Ja gut, aber du bist Art, kein Kämpfer, ne? Mr. Two und Mr. One. Muss ich die beide besiegen? Mit dem da? Ja, dann verlauf dich aber bitte nicht. Ach, Zorro geht auf Mr. One. Und Sanji auf Mr. Two, okay. Netter Fun Fact, die haben sich hier im Anime tatsächlich aufgeteilt. Sanjis Gesicht war super gerade. Und ja. Auch Zorro hat auch tatsächlich gegen Mr. One gekämpft. Der, glaube ich, ein Stahl- oder Eisenmensch oder irgendwie sowas war. Love? Ah, herrlich. So, wo ist er denn jetzt hin? Ist er schon tot? War ja leicht. Vivi hat Abanas Palast erreicht. Was? Ist Vivo? Das müssen wir tatsächlich. Was ist das hier denn? Oh, SP. Hä? Was? Ach, da oben? Miss All Sunday lässt Tashigi nicht gehen. Was? Bevor Tashigi fliegt, muss besiege Miss All Sunday schnell. Okay. Ich werde mal schauen, was ich machen lässt. Ach so. Ach, ich muss da drüben durch. Ach nö. Das war ein Versehen. Ja. Man hat Tashigi auch, oder was heißt man? Die Tashigi wurde tatsächlich auch im Anime gerettet. Mehr oder weniger von den Strohhüten. Passt alles sehr gut. Oh Gott, jetzt steckt der in Schwierigkeiten, weil er einfach vorausgerannt ist. Ach, toll. Aber da wäre es egal gewesen, was ich zuerst eingenommen hätte. Das wäre wohl immer passiert. Und sonst wäre halt Sanji vorausgerannt. So. Mal ganz schnell hier aufräumen. So. Gum Gum. So. Was zum... Was geht jetzt ab? Sandstürme? Ach klar. Fieser Hund, ey. Zorro steht... Zorro, du Idiot. Ich hab anderes zu tun. Ich muss hier die Tashigi retten. Ich weiß, die ist dir egal, aber... Weil du es nicht leiden kannst, aber hey. Ach komm. Ja, Mann!
Nur wegen Zorro, dem Trottel hier. Ich geh mal da lang. Oh, klar, ey! Das ist mal so richtig uncool. Da muss man richtig aufpassen. Die haben auch eine heftige Reichweite, ey. Die kann man so gar nicht einschätzen. Und um die Kurven sieht man es ja schon mal gar nicht. Territorium eingenommen, super. Ja, da hätte ich jetzt nichts machen können. Tut mir leid, aber... So. Miss All Sunday, nimm das. Lobby? Bam! Nein! Nicht! Ich kann die Tashiki nicht retten, oder was? Dann muss ich es halt damit versuchen. Habe ich hier noch einen? Oh, nee, habe ich nicht. Nein! Ich will nicht, dass mir das Schatzereignis flöten geht. Lass die Tashiki in Ruhe! Was? Fast an der Zeit? Ach stimmt ja, die hat ja von dieser Flora-Frucht oder wie die hieß gegessen. Ach Gottchen. Ja, du bist auch so ein Honky. Hab ich sie jetzt? Nein! Ich hab sie nur nicht. Jawohl, jetzt habe ich sie. Miss All Sunday hat da... Was für... Hallo, Betrug? Ich habe Miss All Sunday platt gemacht und in dem Moment kommt, sie hätte die besiegt, die hat gar nichts. Einen Scheiß hat die gemacht. Ich habe die besiegt. Was zum... Unglaublich. Unglaublich. Gut, dann halt ein Schatzereignis weniger, obwohl ich es eigentlich gemacht hatte, aber... Ach so, wieso ist es... Ach so, ich hab's versehentlich wieder die Karte ausgestellt gehabt. Pluton? Was willst du mit Pluto? Was sollten dir bitte ein orangener Hund helfen? Ach so, der war ohne N. この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。ええ。ない?知らないわ。そんなもの、この国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで、今この国の連中が戦っている広場だが。 Der ist auch ein riesen Arschteil, Krokodil. ポニクリフ、stimmt、die gab's ja auch noch。 それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。うん。そんな約束を誰がした。お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか。ニセクトン、リーズンアーシ。いやよ。私はこの国の王女よ。まだ間に合う。攻撃は必ず止めてみせる。 Ja, wenigstens sind die Poneglyphen in der alten Sprache geschrieben, die normalerweise so ziemlich keiner mehr lesen kann, von daher. Sate, so sei denn to itta na. Krokodil? Ich krieg dich schon. まだ
besiege die Barockfirma und finde den Kampf. Okay. Barockfirma sind jetzt auf dem. Okay, das war nicht absichtlich. Ja gut, dann bleibe ich bei Wafi, weil der ist gerade auf der 3. Oh, das geht sogar auf Zeit. Puh. Ja, an den komme ich ja nicht hin. Das ist unfair, ich weiß eigentlich, wo der ist. Ich habe den Anime gesehen. Krokodil greift ganz Urbana mit einem Sandsturm an. Schon wieder. Nimm das! Oh shit. Was für besiege außerdem die Barockfirma? Ja, das ist doch meine Mission. Besiege Barockfirma und finde Kanonier. Was hier heißt hier außerdem? Ja, war klar, dass ich dann immer rauskam. Was machen diese Wolken hier eigentlich? Ja, das war Gesundheit. Super. Super Sache. Diese dreckskabellosen Controller. Der geht doch wieder an. Ich weiß, dass dein Akku nicht leer ist. So, danke. So, jetzt zack an hier, Kollege! Uhrturm? Wo ist der Uhrturm? Ja, ich weiß, ich hab für Zeit, aber ich nehme mir schnell die Base. Je mehr, desto besser. In 3 Minuten, ja. Nimm das! Reicht dir nicht? Okay. Dann, take that! Die sind einfach alle so durchgeknallt. Und es war übrigens ein zweites Mal, dass hier der Controller einfach mal abgeschmiert ist. Ja, yeah, cool. Weißt du, der ging nur, was weiß ich, wie viel, 20 Minuten oder so und dann kackt er auf einmal zweimal in Folge ab. Einfach so, total zufällig. Also wenn ihr euch Controller für den PC holt, keine kabellosen Xbox 360 Controller. Die haben so oft dieses Problem. Holt euch nicht die kabellosen. Wirklich, es ist ein Fehler. Das ist Geldverschwendung. Muss man schon mal so sagen. Jetzt geht's gegen ihn. Wo ist er denn? Da. Ich komm zu nichts. Ich dachte, die hieß, Dings, Bloody Sunday. Oder so ähnlich. Zumindest im Anime, glaub, Bloody Sunday. Hier haben sie die, glaub, irgendwie anders genannt. Und schon wieder. Cool. Cool.世界最悪の軍事力。フルトンのありかをさっさと教えろ。記されていない。ここに歴史しか記されていない。何？フルトンの言葉。一言も出てこなかった。そうか。残念だ。 お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。
Wie gesagt, ein Arsch. All Sunday haben sie die hier genannt. Och Gottchen. Wenn das der Deal war, wieso bist du dann nach einer Pornoglyphe, nicht Pornoglyphen, schon so angepisst, du Arsch? Wurde wegen Crocodile verletzt. Ja, der ist da. Und er kennt seine Schwachstelle. Ruffy kennt Crocodiles Schwachstelle. Auch wenn wir hier gerade mit Nami kämpfen, eigentlich war es natürlich Ruffy. Ich glaube, ich sollte nicht in diesem roten Bereich sein. Ach! Moment. So, ich habe das Ding diesmal rausgenommen und neu reingesteckt. So. Ja, aber das wollte ich doch nicht. Ja, das bringt natürlich total aus dem Konzept. Ich halte den Controller erstmal vor mich, damit ich den vor dem Bildschirm habe und dann im Zweifelsfall ein bisschen sehe, wenn der wieder meint rumspacken zu müssen. Ach, das wollte ich doch nicht. Egal. Natürlich! Natürlich, ey. Dann mach mal halt den hier. Hätte der Controller nicht nur ein bisschen warten können, bis ich mit der Folge fertig bin? Controller! Mistding! Ah, ich bin zu früh reingerannt, okay. Was soll's? Ah, okay, da bin ich auf der Taste abgerutscht. Weil ich mich versuche, es möglichst zu beeilen. Weil man ja jedes Mal das Ding abkackt. Schon wieder? Ja, wo ist er denn? Jeder bitte, er kackt gleich wieder ab. Ne? Ne, diesmal nicht. Natürlich! Hallo, ich hab gedrückt! Mann! Wahrscheinlich bin ich schon zweistellig in dem Part, also pff, keine Ahnung. Ja, Crocodile, du weißt schon, dass du einen unfairen Vorteil hast. Erstmal schnell raus und neu anschalten. Während die Animation läuft, kurz manuell ausgeschaltet und neu angeschaltet. Also, ich meine, an den Akkus liegt's nicht, an der Batterie. Weil, ich probiere mal was anderes. Weil sonst wäre das ja beim letzten Mal, beziehungsweise am Anfang von diesem Part, auch nicht so gut gegangen, weil genau das hatte ich das letzte Mal schon auch schon am Ende vom Part, dass die ganze Zeit aus und an ging. Ich habe jetzt einfach mal das Akkupad in meinen anderen Kabellosen hier reingepackt und hoffe jetzt einfach mal, dass der besser funktioniert. Beziehungsweise, dass es da besser funktioniert. Wird man ja dann sehen.
Ja, gib's ihm. Nö. Vielleicht sind doch die Akkus langsam schwach. Hallo! Mach doch hinne! Aber ich habe gerade keine besseren da. Na also, geht doch. なんでお前俺たちの船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前海軍からゴーイングメリーゴーを守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとそんずらぶっこくわよ。 行き先は行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるわ。ボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きねえ。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、 踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと 絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前には あの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし選手はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指をさします。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして しな。
なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲バカ。返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。Aber sie geben eine Antwort. Und zwar mit dem Zeichen. これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。Sehr schöner Abschluss. Ja, du schon mal. BSS, okay, ich hätte mehr besiegen müssen, aber na gut, was soll's. Ja, spielt sich interessant, Nami, aber sagt mir jetzt nicht zu, so zu wie andere. Ehrlich gesagt, vom Kampfstil her. Aber na gut. Was haben wir denn so geschafft? Drei Dinge? Okay. Und, wen sehen wir denn da? Zwei Leute, die wir gerade in der Geschichte gesehen haben. Bloody Sunday, beziehungsweise Nico Robin und, Puma the Ace. Waffis Bruder. War irgendwie klar, dass die spielbar werden, oder? Ach, jetzt kriegt man Namis Poster erst. Wieso jetzt erst? Das ist irgendwie seltsam, aber gut. Was soll's. Mr. Free können wir auch spielen, okay. Mr. One auch. Mr. Two anscheinend nicht, okay. Warum auch immer. Und ganz viele Münzen. Sehr schön. Nein, ich möchte sie nicht automatisch einfügen. Und weiter geht's. Auch schön viel Berry. Schön, schön, schön. Errungenschaft freigeschaltet. Mein Kopfgeld ist 400 Millionen Berry? Echt, wurde das... Ach klar, ja, okay. Der ist 100 Millionen Berry wert. Ja. Also man merkt schon, das Kopfgeld ist jetzt gestiegen, aber ist es jetzt... Wie in der Errungenschaft 400 oder wie in der Episodennamen hier 100. Das sehen wir dann im nächsten Part. Für diesen Zwist ist erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Bis dann, macht's gut. Schaut weiter. Immer schön die Däumchen drücken.